es gibt ja nicht umsonst den Spruch, gut gebügelt ist halb genäht. Dein Thema, würde ich mal sagen. Hallo Lieben, heute geht es ums Thema Bügeln. Ein Thema, was Sanji und mich mehr oder weniger beschäftigt und euch natürlich auch. Es spalten sich ja so ein bisschen die Meinungen zu dem Thema, okay, Bügeln beim Nähen. Wie wichtig ist das wirklich? Aber auch Bügeln der eigenen Klamotten. Und bügelt ihr eure eigenen Klamotten? Oder wie sieht es bei euch aus? Und Sanji und ich haben beim Nähen halt auch ab und zu das Thema, ah oh nein, das bügele ich jetzt nicht. Und ich bin diejenige, die dann so, nein, komm, lass uns das bügeln. Und die in alle Sachen irgendwie am liebsten so einen fetten Bruch reinbügeln will. Ja. So, oh, lass uns das schön platt machen. Kommt immer sehr auf die Situation drauf an. Ich muss dir recht geben, es gibt Momente, in denen Bügeln wirklich wichtig ist. Mhm. Und dass man einfach auch wirklich saubere Nähte, saubere Säume und so hat. Aber grundsätzlich versuche ich es, wenn es zu vermeiden geht, zu vermeiden. Für mich ist Bügeln beim Nähen halt so eine, also so was total Schönes, weil manchmal ziehen sich beim Nähen ja auch die Nähte so ein bisschen oder ne, die Fadenspannung stimmt nicht ganz und du kannst halt beim Bügeln wirklich das nochmal ausgleichen. Also. Oder auch einfach die Nähte vernünftig auseinandergebügelt zu haben und genau zu wissen, okay, das, ne, wenn du irgendwie das, keine Ahnung, Beleg umschlägst oder so, das halt auszubügeln und dann umzuschlagen und nicht nur so Pi mal Daumen, sondern irgendwie so, das ist sauber mit dem Ja. Ich kann es voll verstehen. Ich kann es wirklich voll verstehen. Und es gibt eben dieses Säume von außen dann ja genäht. Mhm. Dementsprechend, man sieht die Kanten nicht und man muss ja trotzdem treffen. Also ich bin da schon auch sehr genau, wenn es drauf ankommt. Aber ich glaube, ich habe einfach ein Bügeltrauma. Das kommt auch so ein bisschen von meiner Ausbildung. Ja, weil ich weiß nicht mehr, meine Lehrchefin, wollte das eher so Herrin. Die Meisterin war auch. Die war so streng und für mich war es ja leider auch nicht nur das, was man in der Ausbildung eben lernt, sondern ihr Mann hatte Hemden und die Hemden mussten gebügelt werden. Und ich hatte, ich weiß nicht mehr, es war kurz vor einem Kongress oder sowas, ich hatte einen Tag, an dem ich weiß nicht, 50 Hemden gebügelt habe oder so. Und ich habe einen Tag lang, 8 Stunden lang an dieser Dampfstation gestanden. Oh Gott, jetzt weiß ich, woher es kommt. Ich hasse Bügeln, ich hasse es wirklich. Oh Gott, das verstehe ich voll. Das ist richtig schlimm gewesen. Also das ist ein Unterschied total, finde ich. Es gibt ja so dieses, wenn du fertige Kleidungsstücke bügelst, habe ich das auch total, nervt mich. Also so auch so die, ne, bei einem Hemd irgendwie, so diesen ganzen Manschetten, Kragen. Ja, genau. Von der Knopfleiste. Ja, von der Knopfleiste, dass sich irgendwie nichts durchdrückt, dass dann nichts anfängt zu glänzen und so weiter. Also bei fertig genähten Sachen geht es mir auch total so, dass ich ganz bügelfaul bin und dass ich so auch am liebsten einfach nur, ne, aus der Wäsche ausgeschüttelt, aufgehangen. Muss reichen. Ja. Oder halt, was ich mache, dann die Sachen beim Trocknen einfach über den Bügel hängen und dann ja, so versuchen gerade zu ziehen. Aber da bügel ich auch nicht. Da wäre ich auch eher jemand, der dann mit so einem Dampfding irgendwie nochmal drüber geht. Aber das hilft auch echt gut. Ja. Das würde mir auch schon reichen für den Hausgebrauch quasi. Aber ich gebe dir recht, das ist ein Unterschied, ob man die Sachen dann selbst genäht hat und auch viel Liebe und Zeit und Arbeit investiert hat oder ob es halt gekaufte Sachen sind. Ja, wenn man ein Teil ja fertig genäht hat, dann bügelt man das nochmal ab, damit es halt schön aussieht. Und das war auch immer sowas, was ich nicht so ganz cool finde, weil das halt wirklich, du kannst dir mit dem Bügeln ja auch wirklich nochmal was zerstören, also entweder Sachen retten, aber auch Sachen nochmal zu Glanzstellen, meinst du, sowas, ja, genau. Dass man zu viel, zu lange. Genau, dass man es dann irgendwie zu gut meint und dann hat man irgendwie, ups, doch den Saum durchgebügelt und dann ist so, verdammt, ich war doch schon fertig. Aber da ist ja Dampf immer sehr hilfreich, dass man echt einfach nur das Bügeleisen immer drüber halten und nochmal so ein bisschen dämpfen, damit sich das alles wieder aufstellt und man auch eben diese Glanzstellen wegbekommt. Ja. Also Dampf ist dann schon wirklich, wenn bügeln, auf jeden Fall das Nonplusultra. Und da muss ich sagen, diese alten Dampfstationen, die wir damals hatten, die sind wirklich cool, weil die kannst du aufblasen und dann schwebt das alles so ein bisschen und dann drüber dämpfen, das ist schon ganz cool. Das aber ist echt cool. Sowas zu Hause hinstellen ist natürlich echt überdimensioniert. Ja, lohnt sich nicht. Und das ist auch so, wenn man halt ein Atelier hat oder ne, während des Studiums oder während der Ausbildung sind diese Bügelanlagen ja auch ständig an. Das heißt, es ist irgendwie auch halt einfach so ein schneller Gang, dahin zu gehen. Das ist bei uns halt auch so. Eigentlich bräuchten wir bei uns im Studio auch einfach immer das Bügelbrett da und das Bügeleisen da, was dann schnell angemacht werden kann. Weil das ist hemmt dich, glaube ich, auch, wenn es halt noch nicht da ist, das dann irgendwie erstmal rauszukramen. Das stimmt, ja.
wo ist das überhaupt? Und ist Wasser drin und das muss angemacht werden, dann dauert es wieder so lange und das Kabel ist immer so kurz. Oh. Wir hatten in der Ausbildung auch diese ganz schweren Eisen, also die halt nicht dampfen oder so, also was eigentlich eher die Herrenschneider benutzen, zum Dressieren von Wollstoffen zum Beispiel. Das habe ich schon auch gerne gemacht. Also so, wie gesagt, alles, was mit der Verarbeitung von Stoffen zu tun hat, das liebe ich total zu bügeln, weil es so, weil es einfach so dankbar ist. Also wir haben auch, ich hatte so einen Mantel, so einen karierten Mantel genäht, wo halt der Kragen, also der Karo-Verlauf im Kragen genau dem Revers-Verlauf entsprechen sollte. Das heißt, einen Wollstoff kann man ja in Form bügeln. Mhm. Und da saß ich irgendwie echt so, ich weiß nicht mehr, aber so ein tagelang. Also wirklich gefühlt irgendwie so tagelang an der Dressur von diesem Stoff halt. Also immer mit den Wollstoff drunter, dann ein Tuch drauf und dann hatten wir so einen Tutscher, hieß das, glaube ich. Oder so, also einfach nur eigentlich eine Schale mit so einem feuchten Lappen. Also eigentlich wirklich, es war eigentlich nur so zusammengerollter Stoff und unten so eingeschnitten, dass das quasi wie so ein Griff war und oben dann halt so eine... Wie ein Pinsel oder so. Ja, genau, wie so ein Pinsel war. Und dann hat man da so Wasser drauf getutscht und dann konnte man anfangen quasi mit diesem schweren Eisen das zu dressieren. Das habe ich auch ewig nicht gemacht. Das ist auch krass, wenn ich mich daran gerade erinnere, dann denke ich auch so, ja, das sind so Arbeiten, die einem halt irgendwie kein Mensch bezahlt. So. Also, ja, gar nicht. Gar das nicht. Ist halt eine klassische Herrenschneiderverarbeitung. So, ja. Oder eine Herren. Das hatten wir so als Damenschneider jetzt eigentlich nicht. Und wir hatten auch ein Bügeleisen, was direkt gedampft hat. Mhm. Also dementsprechend, es war aber schon immer, auch gerade Wollstoffe, die haben wir immer vorher abgebügelt. Auch eben einfach, dass sie in Form sind, dass man sie nicht irgendwie in eine Richtung gebügelt hat und Wellen drin waren oder so. Und die mussten immer schön glatt sein. Genau, das auch noch. Alles abbügeln, was irgendwie einlaufen kann, gerade Viskose oder sowas. Ja. Richtig heiß, richtig mit Dampf drauf, dass es schon so ein bisschen schrumpft und dann konnte man den Zwischenschnitt machen. Sonst hätte man alles vorwaschen müssen. Das ist ja Alternative dann, irgendwie Stoffe vorwaschen. Das wurde alles bei uns gedämpft, richtig heiß und am Ende ist was übrig geblieben oder halt nicht. So, ups. Hat euch, ich habe zu wenig Stoff. Das ist echt krass, dass man so manchmal zugucken kann, wenn man mit einem heißen Dampf drüber geht, wie die Sachen zusammenschrumpfen. Das ist echt crazy. Bei dem Venezia-Futter ist das immer so schön, wenn man das, wenn man das schön durchbügelt. Also das muss man durchbügeln, weil sonst hat man wirklich einen... Ja. Also wenn das Futter zu klein ist, dann ist es halt wirklich ärgerlich. Durchbügeln ist jetzt irgendwie, ist schon eher eine langweilige Aufgabe, obwohl mit so einem, Stoffe durchbügeln ist eher halt Fleißarbeit. Ja. Alles, was beim Nähen gebügelt wird, finde ich eigentlich richtig geil. Finde ich schon irgendwie cool. Ich bügel nur Falten raus, glaube ich. Überall, wo man so eine richtig harte Falte drin hat, dann halt mit Dampf mal kurz. Und dann mache ich es wirklich auch an dafür. Mhm. Aber sonst stehe ich auf Knitter, wenn überhaupt. Ich mag das schon, wenn man irgendwie halt wirklich, also wenn man, ne, man sagt, es gibt ja nicht umsonst den Spruch, gut gebügelt ist halb genäht. Das stimmt. Voll. Und das ist wirklich, so sehe ich es irgendwie auch. Wenn man halt wirklich den Saum und, oder irgendwas halt gut vorbereitet, dann hat man viel weniger Stress irgendwie. Das stimmt. Im Nachhinein oder auch, wenn man so kleine Teile wendet. Ne? Das ist immer so ein bisschen aufwendig, wenn man so einen Streifen irgendwie hat, wo man mit so einem Kochlöffelchen irgendwie noch versucht, also auf diesem Kochlöffel lang zu balancieren, um die Naht auszubügeln. Aber im Endeffekt mache ich das trotzdem immer, weil es mir dann, wenn ich das Ganze gewendet habe, irgendwie halt leichter ist dann später. Weil es dann halt passt. Stimmt. Aber es kostet natürlich Zeit. So. Und deswegen... Vor allem auch Kraft. Ich finde, wenn du immer dieses riesen Bügeleisen hast, es gibt ja jetzt diese ganz kleinen Bügeleisen, so eins habe ich tatsächlich angeschafft, weil es auch schnell heiß wird. Das ist echt cool und es dampft auch. Aber es ist, meistens mache ich eben nur so partiell oder wirklich nur die einzelne Niete und das Ausbügeln geht mit so einem kleinen Eisen, was dann auch echt so... Das ist ganz praktisch, Es geht schnell. Da habe ich auch immer, oder halt das Ärmelbrett einfach mit auf dem Tisch zu stehen und dann dieses kleine Bügeleisen, was halt auch für kleine Niete völlig reicht. Oder so im Ärmel, wenn man irgendwie versucht, noch die Armkugel so ein bisschen oder unter der Naht an der Armkugel. Ja. Das ist manchmal so, eigentlich... Ah, ich finde das schon gut. Umso mehr wir drüber reden, umso mehr fällt mir wieder ein, wo ich es eigentlich total liebe zu bügeln. Also auch gerade, wo du so den Ärmel, ne, wenn man einen Ärmel eingesetzt hat und dann die Nahtzugabe nochmal flach zu bügeln, damit die oder wieder ein bisschen einzuhalten, damit es irgendwie besser sitzt und so. Das ist alles so eine dankbare Arbeit einfach. Also du siehst,
du siehst den Unterschied direkt auf irgendwie, ob du bügelst oder nicht auf bügelst. Auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Also ich glaube, auch Webware ist Bügeleisen einfach nicht wegzudenken. Du brauchst es wirklich dafür. Bei Jersey ist es ein bisschen anders, finde ich, weil du einfach wahnsinnig viel auch mit der Overlock arbeitest. Und Coverlock wiederum ist dann eine andere Situation, weil du die eben die Kante, die Nahtkante nicht siehst und von außen nähst. Aber Overlock und generell Jersey-Strickstoffe und so, die sind echt dankbar und du musst nicht wirklich bügeln. Ja, das stimmt auch. Es ist auch eigentlich unüblich, dass man in einen Jersey halt so einen harten Bruch reinbügelt. Ne? Ja. Das ist, aber da kommt halt wieder so dieses webbare Jersey, Rollschneiderschere. Stimmt, das stimmt. Da kommt das irgendwie alles auch wieder her. Aber hast du auch eine Bügelnarbe? Ich habe nämlich eine hier. Komische Position eigentlich. Ich habe, krass, ja, wie bist du da hingekommen? Wie bin ich da hingekommen? Was war das für eine Bewegung? Ja, wir hatten so eine Dampfstation, an besagter Bügelstation war das. So ein riesengroßer Tisch und das Bügeleisen war auch so ein super schweres Eisenbügeleisen. Also ich denke, dass es Eisen ist. Auf jeden Fall sind die so aufgehängt gewesen. Ja. Und wenn du halt den ganzen Tag Hemden bügelst und dann irgendwann nicht mehr bei Sinnen bist, wegen 1000 Karos und so. Und das schwingt halt, ne? Ja. Logischerweise. Und sobald du das halt loslässt wieder, hüpft das ja hoch. Und das ist mir halt so richtig Bügelnarbe. So ein Bügeltattoo. Ich weiß gar nicht, ob so richtig Narben übrig geblieben sind. Also halt an den Händen verbrennt man sich ja irgendwie öfters mal. Und eigentlich noch viel mehr gefühlt von dem Dampf. Dampf, ja, stimmt. Also der Dampf macht irgendwie echt, und das ist auch so eine, ja genau, das ist so ein fieser Schmerz auch immer, der irgendwie so, ach, ist ja keine richtige Stelle, sondern ist dann irgendwie einfach nur alles, was brennt. Alles und, rot. Ja, und ich habe mich aber auch im Sommer mal, da habe ich auch ein Bild von gemacht, hier irgendwie verbrannt und das war auch, also auf dem Bein. Ich weiß nicht mehr genau, wie es passiert. Das war wahrscheinlich vom Backofen am Pizzablech oder so. Oh, das passiert mir auch oft. Das passiert mir auch richtig oft. Ich glaube, da habe ich wahrscheinlich noch mehr. Oh, warte, das hier ist auch irgendwie sowas. Aber das war, glaube ich, Blech, wirklich. Das war das Ofenblech. Mit dem könnte man vielleicht auch bügeln. So eine so draußen pressen, ja, statt Bügelpresse. Stimmt. Aber da gibt es ja auch diese Bügelhandschuhe und so. Es gibt ja eigentlich ganz, ganz viele Hilfsmittel, die einem beim Bügeln helfen. Aber uns würde natürlich auch interessieren, gibt es bei euch auch Opfer? Oder sind wir die Einzigen? Was sind denn eure Bügelerfahrungen, wenn ihr denn das Bügeleisen überhaupt benutzt? Man kann beim Bügeln ja viel retten, man kann aber beim Bügeln auch viel kaputt machen. Eben einmal, weil man sich Sachen verbügelt oder Sachen durchdrücken. Oder auch Sachen verbrennen. Hast du dir schon mal was geschmolzen? Klar. Oder irgendwie was? Nicht nur einmal. Diese Gießeinlagen, die schrumpfen, kann ich mich auch erinnern. Das ist echt ganz, ganz schnell, dass du, wenn du kein Tuch noch drauf hast und du bist zu heiß, oder du gibst Dampf drauf und das ist gerade eine Fließeinlage mit Klebepunkten, die keinen Dampf verträgt, dann hast du auch ganz schnell dieses Schrumpfen, Kleben und im schlimmsten Fall hängt das echt alles unten am Bügeleisen. In dieser Zeit, in der dieser Crinkle-Look so in war, kann ich mich erinnern, dass meine Oma irgendwann mal was aus der Wäsche gefummelt hat irgendwie und so, oh Gott, es ist total verknittert und hat mir das glatt gebügelt und es war dann am Ende doppelt so breit und doppelt so lang, weil natürlich wird dieser Crinkle-Look damit eingeplant und es sah einfach schlimm aus und diese Knitter gingen nie wieder richtig rein. Oh nein. So einfach glatt gebügelt. Ja, es gibt also auch negative Bügelgeschichten. Ja, das stimmt. Man kann es auch zu gut meinen und eben auch, wie gesagt, beim Abbügeln, wenn sich dann Sachen durchdrücken oder so. Muss man echt ein bisschen aufpassen. Da darf man dann nicht ungeduldig werden, dann vielleicht doch lieber einen Knitter in Kauf nehmen als eine durchgebügelte Naht. Auf jeden Fall. Oder einfach auf Jersey umsteigen. Kann man den Koffer schmeißen, Koffer auf, man muss nichts bügeln. Das ist großartig. Schreibt uns super gerne eure Bügelgeschichten unten in die Kommentare und gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Und wir freuen uns, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin bleibt uns kreativ, ihr Lieben. Ciao. Ciao. Mein Bein ist, glaube ich, eingeschlafen. Oh nein. Schön, dass du hier so die Kissen in Du musst gerade auf den Büchern sitzen. Und das Bügeln. Halt das hier sehr? Ich sehe mich hier noch vom Bett fliegen.